Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Wo sind wir? So, oh. Ich hätte vielleicht besser... versuchen sollen. Ja, verdammt. Okay. Gut, deshalb wollte ich eigentlich hier rein und habe nicht auf meine Sicherheit geachtet. Ah, da. Beantrage neuen Operator. Ja. Ist das auch ein Wissenschaftsoperator? Transstar Pyramids 499 Medizin Operator bereit zur Forschung. Abgeschlossen. Machen Sie die Öffnung. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Danke. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Gut. Moment, was war das? Okay. Und hier und hier auch noch. Ich dachte schon, was kommt denn da? Ich habe sie nicht gesehen. Mein Gott, was ist dieser Krach? So, gut. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir sonst auch alles überprüft. Und Patricia Legott meint's. Man sieht einfach schlechter durch die Brille. Okay, was haben wir sonst noch? So, Lech kann ausgemacht werden. Da hatten wir ja schon, dass ich das übersehen habe. Verdammt. Ich werde langsam blind. Gut, hier können wir nicht rüber. Wir müssen hallo, da... Dr. Yu. Ja, hallo. Wir speichern und dann... Da war doch... Ha? Haben wir gespeichert? Jetzt schon. Das haben wir geöffnet. Das ist gut. Und immer wieder diese Geräusche. Dieses... Hier waren wir auch schon drin. Gut. So, Idiot. Was ist das? Aha. Flugkanonen Notiz. Verdammt. Ich kann den Weber durch die Wand hören. Ich wette, das verdammte Ding freut sich. Wie geht's Ihnen? Ich habe die Phantoms mit ein paar Nachtlichtern weggelockt. Und an alles, was sicher kein Mimik ist, Zettel geklebt. Ihnen? Gut, bin in der Waffenkammer. Musste nur einen Mimik zerquetschen, der mit reingeschlüpft ist. Hab alles abgeriegelt. Was ist der Plan? Warten auf Rettung. Alex wird unsere Mods rausholen, wenn wir das hier überleben. Wollen Sie den Dreck hier behalten? Vielleicht kämen wir durch die Guts raus. Und dann hoch zum Arboretum. Okay, sagen Sie an. Okay. Ersatzteile. Auf alles, was kein... Hallo. Oh, upsala. Auf alles, was kein... Sauerstoffflasche. Nein, gut. Okay, alles, was kein Mimikgast hat, so ein Zettel. Sonst... Ist alles andere... Verdammt, warum müssen die Zettel leuchten? Okay. Verteilkasten, gut.
Moment, diese Petrischale hatte gerade einen Zettel, die anderen nicht. Not a Mimic. Okay, finde ich süß. Aber wir haben glücklicherweise auch etwas, das Mimics enttarnt. Nur das Problem, wir sind damit nicht wirklich gut. Das Papier, aha. Was ist das? Ach, Ach du Scheiße. Mutter Mimik. Was ist das? Eine Zigarre. Was ist das? Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich. Wie gefrorenes Licht. Die Typhon weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Noch nicht. Ich wünschte, du wärst bei mir morgen. Nicht so, wie du jetzt bist, sondern wie du einmal warst. Ich... Ja, Moment. Rory, ich habe wie gebeten noch ein Nachtlicht aufgeladen. Psycholuminisierend ist jetzt erhöht. Diesmal sollten die Typhons in Köder folgen wie Entchen der Mami. Ihrer Mami. Zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Was haben wir hier? Das ist eigentlich interessant. Zwei neue Neuromods. Sorry, aber die hatten keine Inschrift. Die auch nicht. Verdammt. Wollen die mich töten? Andererseits, Moment. So. Hier nehmen. Gut. Sonst ist nur noch hier und nichts mehr. Okay. Das ist alles, all das für ein Zeug. Da ist nichts. Vollkommen seltsam. Gut. Not a Mimic. Also was passiert, wenn wir hier... Aha. Ist nichts passiert. Und hier? Okay. Was ist das bitte schon für ein Test? Kann es sein, dass das da ein Mimik ist? Wie kommt man denn sonst da rein? Okay. Ah. Gut. Gut, das hat sich einfach nach einem Dings verwandelt. Reagenzglas. Gut, perfekt. Und weiter geht's. Sehr gut. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Große Mimik. Gut, ist der gestorben?
Ich hoffe mal ja. Verdammt, ich habe es nicht bemerkt, dass da noch ein Teil drin ist. Aber gut. Das brennt immer noch. Hat wohl nicht vor, so schnell wie möglich aufzuhören damit. Verdammt! Ist es das? Ja. Gut. Und los. Aus die Maus. So, da er jetzt nicht mehr... Dr. Yu. Hallo. Okay. Der kann man nicht reparieren. Okay. Dann lebe ich halt damit. Ich dachte, er geht so schnell kaputt, weil er in der Nähe des Feuers ist, aber nein. Oh, Munition. Und noch irgendetwas. Gut, gut. Wir können jetzt kurz nachladen. Was haben wir sonst noch? Ein paar E-Mails. Statusberichte hat in den letzten 24 Stunden weitere Titan-Symptome von Instabilität gezeigt. Probande drückte morbide Neugierde gegenüber kleinere Objekte nutritiver und nicht nutritiver Natur in seiner Umgebung aus und versucht, sie in den Mund zu nehmen und zu verzehren. Erste Diagnose deutet auf Remepikatismus hin. Ja. Hierzu gab es jedoch vor dem Experiment mit dem Telepathen keinerlei Anzeichen. Wir schließen mögliche Suizidversuche nicht aus, obgleich das Testsubjekt sich nicht bemühte, sein Verhalten zu verheimlichen. Ich werde als nächstes eine Endoskopie-Untersuchung vornehmen, um sicherzugehen, dass nichts in der Speiseröhre oder in den Eingeweide feststeckt. Mitsuko. Okay, Neues zur Beobachtung. Dr. Helen Barker Combs, 37, ist weiterhin wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung. Wie angeordnet, wurde dem Gefangenen keine Beruhigungsmittel verabreicht, um sein System für die anstehende OP nicht zu belasten. Ebenso keine Nahrung, ausschließlich Wasser. Er ist passiv und schwankte lediglich vor und zurück, starrt auf einen leeren Punkt an der Wand und murmelt leise auf Russisch. Er versteht nicht, was er sagt. Soweit wir beobachten konnten, hat er bislang keine Versuche unternommen, sich etwas anzutun. Dieser Volontär scheint nicht suizidgefährdet zu sein, vielmehr desorientiert in einer Art von Schlaftrunkenheit. Sicherheitsoffizier Smith. Und Enzephalektomie. Helen, ich glaube, wir haben alles aus 37 rausbekommen, was durch seines reines Reden möglich ist. Setzen Sie einen OP-Termin für die nächsten Tage an. Wir sollten es so bald wie möglich rausholen und analysieren. Hans. Das klingt ja nett. Nett und vielversprechend. Achso, das ist der da. Oh. Da wir nun wissen, wozu die Typhon fähig sind und wozu nicht, sollten wir das Material für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Igwe? Neuromods können Typhon-Material ans menschliche Gehirn anpassen. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. Setzen wir also einem Typhon menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten.
Was? Die Erfahrungen simulieren? Hallo. Calvino, er hat... Tja, höchst faszinierend, aber konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Okay, was hatte unser Ich für einen Plan? Oder auf was für Ideen kam der? Okay, da waren wir schon. Da auch. Okay, konnte man Moment. Gut. Eigentlich sollten wir mal sehen. Wir haben 5. Verwandeln. Was ist das? Regeneration 1. Du regenerierst sofort bis zu 10 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. Mimikry 1. Du tanzt dich in Objekten. Okay, ich installiere so eine. Kenne deinen Feind. Der Rest ist eigentlich Telepathie. Nichts. Und hier Energiewelle. Auch nichts. 3. Regenerieren. Sofort bist du. Aber. Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Er steht unter Schock. Okay. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Okay, was bringt das? Also, zielen, schleichen, springen, lehnen. Nein, ja. Nett. Aber es fehlt etwas. Ich glaube, ich habe eine Idee. So. Okay. Charakteranpassung benötigt. Okay, was haben wir da? Ah, verdammt. Ich dachte, wenn wir hier drauf... Nochmal. Ich glaube... Ja, hallo. Ich glaube, ich habe eine Idee. Verdammt, dafür habe ich zu wenig Kraft. Demzufolge wird das auch nicht. Und das. Was ist mit dem da? Vorratskiste kann ich tragen. Gut. Das muss sofort getestet werden. Ja, okay, das hier rüber. Charakteranpassung benötigt. Perfekt. Ernsthaft? Gut, das letzte... sagt ich sie. Also, die Idee war gut.
Theoretisch sollten wir auch dadurch kommen können. Vielleicht hier. So. Okay, ich bin sofort zurückverwandelt, weil zu wenig Psi in mir war. Okay. Ja. Es funktioniert, so wie es mir dachte, funktioniert es. Hahaha. Hatten wir so etwas nicht? Nullwellentransmitter. Ich dachte, wir hatten schon sowas. Gut. Ich freue mich riesig drüber, weil das bedeutet, wir könnten an Orte rein, wo sonst nicht reingekommen wären, wo sein. Tuten. Programme. Türsteuerung entriegeln. So, E-Mails. Schmeckt nicht wie Hühnchen. Mitsuko, ich brauche sofort einen Bericht zum Zustand von Doktor von Nummer 37 auf meinem Transkript. Entweder hat dieser Psycho ein Riesenglück oder, schlimmer noch, wir haben ein Problem und füttern den Psycho Typhon falsch und das darf nicht sein. Morgen wollte Nummer 37 wohl befragen, aber das hat geringe Priorität. Er war zuvor quasi nicht ansprechbar. Wenn gar nicht klappte, werde ich Nummer 37 für eine Cephalotomie vorbereiten müssen. Schmeckt nicht wie Hühnchen? Spiegelneuronen in die Typhons einbauen. Na klar, Alex wird das wohl abschießen. Aber sagen wir mal, dass die Idee unbegrenzt sind. Umgesetzt wird. Dann würden sich noch zwei weitere Fragen stellen. Wie sieht die Testumgebung aus und wessen Neuronen sollten wir verwenden? Volontäre scheiden schon mal aus. Hier. Morgen You. Nein. Ah, Morgen You. Von A. PS niedrig, verwenden Sie. Ich werde das nochmal aufgreifen. Bei der nächsten F&A-Besprechung kann ich auf Unterstützung hoffen? Na klar. Spiegelneuronen. Gut, jetzt will ich etwas ausprobieren. Und zwar Waffe 3. Das hätte nicht passieren sollen. Okay, das hätte tatsächlich geklappt. Oh. Also, ich finde das eine geniale Idee. Gut, haben wir... So, hier haben wir keine mehr, oder? Nein. Dann zurück zu unserer Waffe. Und weiter geht's. Wir können uns jetzt in eine Tasse und so verwandeln. Super. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Und wo ist der... Ah, da vorne sollte er sein. Der kann ja uns... Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Das dauert nicht lang. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Wo bist du?
Okay. Ich glaube, hier oben hätten wir alles geklärt. Es ist nur noch die Frage, wohin mit uns? So. Wir können da lang oder da lang. Ich dachte, wir hätten das entriegelt. Egal. Ja, werfen wir ein paar Sachen weg. Gut, dann kommt das weg. Das, das, das natürlich auch. Das auch. Das ganz besonders. Und das war's dann. Moment. Haben wir drei neue Remords oder? Du regenerierst sofort bis zu 10 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Telepathie. Das kann man leider nicht erkennen, was da steht. Energie, Energiewelle. Also 3 haben wir. Was kann man... Mehr Lebenspunkte oder mehr Ausdauer? Ich glaube, mehr Lebenspunkte könnte nützlich sein. Oder hier. Gut, gehen wir einfach nach unten. Speichern aber vorher. Falls wir irgendetwas entdecken, was nicht gut ist. Gut, hier haben wir nichts. Etwas Schwereres tragen wäre ab und zu mal von Vorteil. Calvino, was haben Sie mit meinem Konferenzraum angestellt? Ja, das wollte ich Ihnen gerade erklären. Ich sehe nur einen Punkt. Ja, stimmt. Das ist das Kalibrierungssystem für den neuen Touchscreen. Sie müssen es nur einmal starten. Soll es ein Witz sein? Folgen Sie einfach dem Punkt. Wenn er grün wird, berühren Sie ihn. Er sollte... Verdammt, Calvino, ich habe keine Zeit, mit Ihrem hüpfenden Ball zu spielen. Ich rufe Sie zurück. Gut, sonst noch was? Hans, wir müssen über Annalise Gallegos sprechen. Okay, gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.